Und damit willkommen zum nächsten Teil. Hier nochmal ein kurzer Rückblick zum ersten Waschpart. Da haben wir das Ganze mit alkalischen Vorreiniger eingesprüht, FX Protect. Und da könnt ihr euch gerne nochmal den ersten Teil anschauen. Das war sehr, sehr eindrucksvoll. Hier ein kurzer Eindruck dazu, was da alles an Dreck drauf war. Heute geht es um den nächsten Teil und zwar um das Thema Handwäsche plus Flugrostentfernung, weil das ist ein ultra wichtiger Punkt. Aber vorher wird natürlich hier vorgereinigt. Deswegen schaut euch das Video gerne nochmal an. Los geht's mit dem nächsten Part. Handwäsche ist angesagt und deswegen mit dem InnovaCar Diesgel Shampoo, was einen sauren pH-Wert hat. Damit können wir wunderbar die mineralischen Rückstände lösen. Ich habe jetzt hier, was haben wir drin insgesamt? Wir haben einiges an Wasser drin, ihr seht das auch, über 12,5 Liter. Und da geben wir uns mal 20, 40, 60, 80, 100 ml rein, weil wir haben ja wirklich ein sehr, sehr verschmutztes Fahrzeug. Und im Anschluss, das finde ich ganz cool, bei den InnovaCar Shampoos vor allen Dingen oder bei dem Snowfoam auch, spült dann die Kappe aus und steckt das wieder hier oben drauf und zack, können das nicht verlieren. Wascheimer ist bereit, aufgeschäumt und jetzt gehen wir mit dem Shampoo hier aufs Dach rauf und jetzt kommen wir zum Thema Dekontaminierung mit dem etwas sauren pH-Wert plus natürlich die Reibung vom Waschhandschuh. Wir können mit dem Waschhandschuh auch nochmal in die ganzen kleinen Ablaufkanten hier reingehen und auch die Dinge nochmal mit reinigen, die wir vorher vielleicht mit einem Hochdruckreiniger auch übersehen haben. Waschhandschuh zieht ziemlich viel Wasser hier mit, das ist gut. Und somit haben wir die erste Dachhälfte und jetzt komme ich gleich auf die andere Seite. Es gibt da verschiedene Meinungen, manche sagen auch erst unten anfangen mit Waschen, damit alles das, was oben dann drauf ist, sozusagen später nochmal mit runterläuft. Ich fange eigentlich immer gerne auf dem Dach an, weil hier läuft sozusagen das Shampoo-Wasser auch über die anderen Bauteile mit drüber, transportiert den Schmutz ab und hier zum Beispiel können wir jetzt auch in dem Fall noch mit über die Scheibe mit drüber gehen. Die werden wir im Anschluss auch nochmal komplett polieren per Hand, auch hier an der SB-Box, die ist ziemlich rau. Auch hier Scheibenwäsche nicht vergessen. Und wir haben noch so viel drin, hier, da gehen wir gleich nochmal auf die andere Seite. Und dann haben wir sozusagen mit einer Tour das Dach und die Scheibe komplett erledigt. So, jetzt einmal Handschuh auswaschen. Und darum habe ich hier unten so eine Schmutzfalle von Detail Guards mit drin. Das ist noch eins der ersten Modelle hier ohne Gummifüßchen an der Seite, also ohne Erweiterung. Aber das passt hier perfekt rein. Und jetzt gehen wir hier mit dem Handschuh rein. Ihr seht hier diese kleinen Verschmutzungen. Und da seht ihr auch gut, dass die Vorreinigung schon sehr, sehr gut geklappt hat. Also der Handschuh ist nicht schwarz oder so, hat keine starken Verschmutzungen. Und das ist der wichtige Punkt, warum eine Vorreinigung halt das A und O ist. Hier auf der Rückseite haben wir so ein bisschen Grauschleier. Jetzt gehen wir hier rein, reiben den Handschuh unten ab. Der Schmutz kann jetzt nach unten sinken. Wir holen uns von oben frisches Wasser und gehen jetzt hier hinten ans Heck vom Fahrzeug. Wir nehmen uns wieder frisches Wasser und hier unten drunter war richtig viel Schmutz. Das sieht man auch nochmal hier, ganz, ganz deutlich zu sehen. Obwohl ich mit dem Hochdruckreiniger schon echt drauf geachtet habe. Aber der klebt hier so massiv fest. Guck mal, was hier rauskommt. Da müssen wir auch einmal mehr abspülen. Und wir gehen nochmal mit der sauberen Seite vom Handschuh drüber. Und alles, was an losen Schmutz jetzt sozusagen noch ein bisschen runterläuft, wie hier, das ist ja alles komplett locker, das spülen wir dann einfach mit dem Hochdruckreiniger ab. Hier oben die erste Kante nehmen wir noch mit. Und da die Rückseite vom Handschuh echt verschmutzt ist, gehen wir jetzt hier wieder in die Schmutzfalle. Richtung Schmutzfalle sozusagen in den Wascheimer, reiben das unten ab, beide Seiten. Handschuh saugt sich mit frischem Wasser voll, ist komplett sauber und damit gehen wir jetzt hier weiter. Heckklappe einmal von links nach rechts. Und jetzt können wir diesen ganzen Traffic filmen, der sich hier mit dem Hochdruckreiniger nicht entfernen ließ, den nehmen wir jetzt hier mit dem Handschuh komplett runter. Auch hier diese unteren Seiten nicht vergessen. Da seht ihr, da kommt echt auf jeden Fall noch richtig Dreck raus und der ganze Flugrost wird sichtbar. Jetzt sieht man sehr, sehr schön. Also das ist auf jeden Fall mal ein gutes Stück Arbeit. Auch hier möglichst von oben nach unten waschen. Bei dem Auto würde ich es jetzt nicht so extrem kritisch sehen, weil wir so und so im Anschluss noch polieren. Und dadurch, dass der Vorreiniger schon so echt sehr, sehr gut gearbeitet hat, können wir hier richtig auch Meter machen, ohne dass wir ständig den Waschhandschuh auswaschen müssen, weil, guckt mal hier, also die Verschmutzungen halten sich echt in Grenzen. Aber es kommen immer noch so ein paar raus aus diesen kleinen Ecken und Kanten und darum ist so eine Handwäsche einfach super wichtig.
Und wenn ihr nach der Wäsche auch nochmal so Details findet, könnt ihr auch dafür dann nochmal ein Tuch und einen Detailer nutzen. Ich mache erstmal die hintere Tür von oben nach unten. Habe aber noch die komplette Rückseite vom Handschuh und kann dann hier zum Beispiel auch nochmal den Bereich mit reinigen. Handschuh einmal auswaschen. Fangen wir wieder oben an. Lassen Shampoo-Wasser wieder runterlaufen. Und waschen jetzt die Tür. Von oben nach unten mit Griff. Jetzt sieht man schön hier, dieser Dreckfilm hier komplett weiß, mit Flugrost noch und hier noch komplett gelb. Und das geht jetzt komplett weg. So, dasselbe machen wir auf der anderen Seite. Das überspringen wir, weil das komplett gleich ist zu dieser Seite und gehen jetzt nochmal direkt zur Front vom Fahrzeug. Da haben wir ja vor uns gesehen, da hat der Vorreiniger richtig geleistet. Kleine Steinschläge, hier über die Chromapplikation, Rückseite, alles was ein bisschen am Fahrzeuglack noch klebt, runterwaschen und ich muss echt sagen, die Front, super insektenfrei, also hier braucht man gar nicht so sehr rübergehen, weil das hat so gut gearbeitet. Da kommt man zum Sonntag hier, wir waschen gerade am Sonntag, ich glaube, nicht mal jede SB-Box in Deutschland hat er überhaupt geöffnet. Deswegen mal Danke an den SB-Box-Betreiber bei uns in Senftenberg. Können wir auch ein bisschen Werbung machen. Ich glaube von 10 bis 18 am Sonntag. Und deswegen können wir das perfekt nutzen und auch die Ruhe. Also die Front durch den Gravity-Vorreiniger super, super sauber geworden. Das nach 5 Jahren Anbackung und ein bisschen Regen vielleicht mal. Aber insgesamt sehr, sehr schönes Ergebnis. Gehen wir nochmal rüber. So, und damit haben wir das ganze Fahrzeug einmal per Hand gewaschen und jetzt nochmal abstreuen. Hier geht es jetzt darum, alle restlichen Verschmutzungen, die jetzt zum Beispiel der Handschuh noch gelöst hat, mit runter zu spülen. Und das Ganze ist wirklich ein Herunterspülen. Ihr müsst jetzt nicht mehr hier so extrem nah ran an den Lachs, sondern es geht darum, den Shampoo runter zu spülen und den Schmutz. Trotzdem, wenn ihr mal Stellen findet, wo ihr merkt, okay, ey, da hängt noch echt viel Dreck oder da kommt noch viel Dreck raus, könnt ihr die gerne nochmal etwas näher behandeln. Aber wir sehen ganz gut, also das Fahrzeug sieht jetzt schon deutlich besser aus als vorher und die Handwäsche hat natürlich den ganzen Traffic-Film jetzt nochmal angelöst und das ist ja der ganz, ganz wichtige Punkt, weil ein großer Teil des Flugrostes liegt halt unter diesem Schleier, natürlich auch ein bisschen schon was drauf auf diesem Schleier insgesamt, aber nach 5 Jahren bildet sich natürlich eine richtig dicke Flugrostkruste und das wollen wir natürlich auch im Anschluss dann schön entfernen und darum ist es wichtig, die Vorwäsche danach die ganze Sache per Handwäsche freizulegen, damit wir einfach da 100% die Möglichkeit haben, dass der Reiniger an den Flugrost Eisenoxidpartikeln andocken kann und die auflösen kann. Und darum jetzt ist alles nochmal abgespült und ja, also insgesamt muss man ganz klar sagen, es sieht jetzt schon deutlich, deutlich, deutlich besser aus. Also so jetzt hier auf dem Video so von 1,5 Meter Entfernung, eigentlich sehr, sehr schick. Auch die ganzen Insekten sind ja bei der Vorwäsche schon schön weggegangen. Mussten wir jetzt auch mit dem Handschuh nicht nochmal irgendwie nachreiben oder so. Also das Thema Vorwäsche ist wirklich A und O. Trotzdem hier per Hand ist das Pflicht, weil der angebackene Traffic-Film nur per Hand sozusagen sich löst. Da könnt ihr so viel Chemie drauf haben, wie ihr wollt. Aber die Kruste, die sich da drauf bildet, die muss dann per Hand gelöst werden. Das geht sehr, sehr gut hier. Und ich muss sagen, also nach 5 Jahren, das Ergebnis jetzt schon sehr, sehr zufriedenstellend. Und der Flugrostpunkt, das war für mich nur so eine Bonussache, die einfach mit sein musste, weil ich hier einfach das Auto 100% dekontaminiert haben will. Hier in diese Ritze, da habe ich gemerkt, da kommt noch echt viel Dreck raus. Sieht man jetzt hinten am Spoiler. Und da bin ich diese kleine Spalte nochmal abgegangen und habe das nochmal mit runtergespült. Und bei dem Auto fand man eigentlich immer wieder einen Punkt, wo man nochmal nachspülen hätte können. weil immer wieder irgendwo wie so ein bisschen Dreck rauskam und aus den Ritzen wieder neuer Dreck rauslief. Also XXL-Wäsche hier, das ist natürlich keine schnelle, entspannte Samstagswäsche mal früh an die SB-Box hier. Das ist schon wirklich, wenn ihr das macht, könnt ihr auch gern zweimal an die SB-Box fahren, wenn ihr da von der Zeit das nicht so einplanen könnt. Also insgesamt haben wir, glaube ich, den ganzen SB-Box-Part waren 3 Stunden. Krass zu sehen, dass auch immer wieder aus diesen kleinen Zwischenräumen dann doch nochmal ein bisschen Schmutz rausgespült wird.
Also, wenn ihr sowas merkt, einfach nochmal ein bisschen drüber sprühen. Vielleicht nochmal die eine Stelle nachwaschen, weil so eine Verschmutzung, da kann natürlich immer wieder was rauskommen aus den Zwischenräumen. Aber insgesamt sieht das sehr, sehr schön aus. Jetzt lassen wir das Fahrzeug mal so 2-3 Minuten stehen. Das Wasser ein bisschen ablaufen und dann schauen wir uns das Thema Flugrost an. So, das Fahrzeug ist auch nochmal abgestrahlt und auch da, wie gesagt, kommt immer nochmal Dreck raus. Und da kann man auch nochmal ein bisschen nochmal einen Euro reinwerfen und nachspülen. Bei so einem Verschmutzungszustand kann das immer mal sein. Jetzt, Fahrzeug ist ungefähr so 60% sind abgetrocknet. Jetzt kommt das Thema Flugrost. Wir schauen uns erstmal an, was ist nochmal Flugrost? Warum muss der auch weg? Wann sollte man das machen? Alle weiteren Tipps gleich dazu. Aber erstmal füllen wir einen Flugrostentferner in einen Drucksprüher ein. Ihr könnt natürlich auch hier direkt einen Sprühkopf drauf machen. Aber wenn ich das ganze Fahrzeug hier behandeln will, geht das Drücken dann auch irgendwann auf die Finger. Deswegen, Shiny Garage, Detox Liquid. Und es wird jetzt nicht verdünnt. Und jetzt sagt ihr gleich, oh, das ist ja ein Wahnsinnsverbrauch. Ich fülle mir jetzt hier 500 ml in meinen Drucksprüher. Keine Angst. Was übrig bleibt, können wir dann immer auch noch mal zurückgeben. Ah, wir können sogar noch etwas mehr reinmachen. Zack, hier unten haben wir jetzt ein bisschen was über 500 ml. Wie oft macht man das hier mit dem Thema Flugrost? Und zwar, ich würde sagen, einmal im Jahr. Bei so einem Auto so oder so, aber bei eurem Auto könnt ihr das ein, maximal zweimal im Jahr machen. Und deswegen, wenn man jetzt so für so einen Flugrostentferner sich eine Literflasche holt, sind das praktisch im Prinzip zwei Anwendungen. Der wird nicht verdünnt irgendwie, sondern der wird pur genutzt, denn wir wollen die volle Reinigungsleistung. Wir wollen nicht nochmal mechanisch dann am Ende die groben Rückstände wegmachen. Wir wollen das gleich komplett schaffen. Und das machen wir jetzt. So, dann sprühen wir das Ganze mal hier mit dem Detox Liquid ein. Leicht rosa eine Flüssigkeit. Und guckt mal, wie schnell das anschlägt hier. Schaut mal, Julius kann mal in die Nachnahme gehen. Ich sprühe derweil etwas weiter. Also der ist sehr, sehr stark und deswegen sieht man auch schön gleich den Farbumschlag. Und ich habe so ein bisschen Zweifel, ob wir mit einem Liter rumkommen. Was wir jetzt nicht einsprühen, sind die Glasflächen, sondern wir wollen nur auf die Lackoberfläche gehen. Das Schöne am Liquid ist einfach, dass er eine sehr, sehr dicke Konsistenz hat. Gut am Lack hält. Und die Scheiben braucht er nicht mitmachen. Schön breit verteilen. Das ist eigentlich so ein richtig schönes Gel. Und dann lassen wir den mal so ein paar Minuten einwirken. Wir machen jetzt hier den Rest noch fertig und dann schauen wir uns mal an, wie viel der schon angelöst hat. Da sieht man mal, wie auch so ein Drucksprüher hier zu kämpfen hat. Mit dieser dickflüssigen Konsistenz. Aber er schafft das trotzdem echt gut. Muss halt nur ein bisschen mehr Druck aufbauen. Julius kann mal vorne an der Fahrertür füllen. Ich gehe dabei aufs Dach. Und da sieht man mal richtig den Indikator, das ist natürlich der Reiniger, der dann hier die ganzen Eisenoxidpartikel anlöst. Das bekommt ihr, wenn ihr Richtung Industriegelände irgendwo unterwegs seid oder das Auto irgendwo an der Bahnschiene parkt. Das geht so schnell, da fährt eine Lok vorbei und der Abrieb sozusagen, der legt sich dann auf den Lack nieder. Und das greift auch dann, wenn das wirklich lange da drauf ist, auch irgendwann mal den Lack immer weiter an und sieht halt einfach nur richtig mies aus. Und deswegen geht man über die ganzen Lackoberflächen hier einfach mal mit drüber. Glas und so weiter könnt ihr auslassen, weil das machen wir dann später mit der Glaspolitur. Ich habe nochmal was in den Drucksprüher nachgefüllt. Also mit 200 ml kommt die hier nicht hin, das sage ich euch gleich. Und deswegen sind das alles sozusagen Anwendungen, wo man doch ein bisschen mehr Produkt braucht. So, und hier waren wir ja vor uns schon. Und da sehen wir auch auf dem Boden unten, wie das alles runtertropft und das alles anlöst. So muss es sein. Also ich habe knapp 750 ml verbraucht und den Rest fülle ich dann wieder zurück. 750 ml, deswegen holt euch da auf jeden Fall gleich eine Literflasche. Ja, sehr, sehr stark. Kann man chemisch machen, den Flugrost entfernen oder auch mechanisch, aber ich bin halt eher so ein Freund, Chemie wirkt natürlich ohne mechanische Einwirkung auf den Lack und wir müssen ja nicht noch mehr Kratzer machen, als so und so schon drauf sind. Ihr könnt das aber auch gern mit Knete machen. Ich entferne aber gern nur die Reste mit Knete, das ist einfach so meine Methode. Schön zu sehen. 2-3 Minuten maximal, nicht antrocknen lassen und dann auch wieder abstreuen. Also insgesamt muss ich ganz klar sagen, der Detox Liquid hat hier wirklich sehr, sehr gut am Lack gehalten. Ist nicht angetrocknet, hat das super kraftvoll gereinigt. Wir haben aber auch, glaube ich, knapp 750 ml verbraucht, weil das ist einfach, ich habe das Teil noch mal ein zweites Mal eingesprüht, weil es einfach so kräftig sich eingefärbt hatte. Und wenn der Farbumschlag dann weg ist vom Lack, dann fehlt einfach Produkt. Das heißt, ihr sprüht einfach nochmal ein bisschen eine zweite Schicht auf. Also bei einem normalen Fahrzeug würde ich mit 500 ml rechnen
bei dem hier, bei diesem wirklich, sagen wir mal, Sonderfall, würde ich echt mal sagen, also mit 750 ml, wenn nicht sogar ein Liter, werde ich hier aufsprühen. Also hier sieht man das ganz, ganz krass, wie der Farbumschlag da reagiert und wie viel da angelöst wurde. Und das ist wirklich so ein Schritt, das würde ich euch empfehlen, vielleicht einmal im Jahr zu machen, wenn ihr da stark betroffen von seid, oder vielleicht halt alle zwei Jahre. Deswegen so eine Flasche 500 ml Flugrostentferner, das kauft man sich, wenn man punktuell arbeiten will. Aber wenn man das ganze Auto machen will, würde ich euch auf jeden Fall eine Literflasche empfehlen, weil das ist sonst einfach zu wenig und am Ende auch zu teuer. Oder vielleicht sogar ein 5-Liter-Kanister. Ist zwar wieder von Anschaffungspreis höher, aber ihr habt natürlich dann deutlich besseren Literpreis. Also wenn ihr so mehr als ein Auto machen wollt, würde ich euch direkt einen 5-Liter-Kanister empfehlen, auch wenn der 50, 60 Euro kostet, aber das lohnt sich. Hier gehe ich nochmal ganz, ganz knapp über den Lack. Also vorne ist so eine kleine Gummikappe drauf, das ist kein Problem. Also es bringt das Auto nicht um, wenn man mal kurz den Lack berührt. Kein Problem. Also hier den ganzen Flugrost-Schleim, der da drauf ist, nochmal abgespült. Der ganze Boden färbt sich auch hier komplett mit Rot ein. Also sehr, sehr schön. Flugrostentfernung für mich einfach ein Punkt bei so einer Komplettreinigung. Das gehört mit dazu. Und vor allen Dingen ja nach 5 Jahren ohne Wäsche. Definitiv, das muss mit dabei sein. Auf Glas müsst ihr es nicht machen. Hier sieht man es auch nochmal schön an der Seite, wie viel da drauf ist. Hat es natürlich auch schon ein bisschen was runtergespült durch das Dachabstrahlen. Aber Wahnsinn, wie viel da hier drauf ist. Also, auf jeden Fall mal bei euch schauen, wie es bei euch aussieht, und dann alles entfernen. Fahrzeug ist jetzt erstmal wieder richtig schön sauber. Der Flugrost ist optisch nicht mehr zu sehen. Die kleinen Rückstände nehmen wir so und so beim Kneten mit runter. Aber der Lack fühlt sich noch sehr, sehr rau und pickelig an. Und deswegen werden wir auf jeden Fall Lackknete nutzen. Ganz sanft mit Clayloop, das schauen wir uns im nächsten Video an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und ja, so funktioniert es hier an der SB-Box. Braucht aber auch ein bisschen mehr Zeit, aber das Auto hat es auch komplett nötig. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, bei Fragen melden. Und ihr findet alle Produkte unten in der Videobeschreibung. Ciao.